Hallo liebe Rasenfreaks, es geht tatsächlich wieder um den Rasen. Ich erkläre heute die Saison 2020 für eröffnet. Ja, wir werden heute den Rasen kalken und ich erzähle noch ein bisschen, warum ich das überhaupt mache. Bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja, was werden wir heute tun? Wir werden kalken. Ja, es ist Zeit zu kalken. Jetzt Anfang Februar. Der Kalk sollte 4 Wochen vor der ersten Düngung im Boden sein. Und wenn man mal sich die Temperatursumme anguckt, die wir zurzeit haben, hier in der Region, da liegen wir schon bei so gut 110 Grad. isip.de Grünland-Temperatursumme. Da steht, wann ihr düngen könnt. Da steht da nicht direkt, aber wenn ihr ein bisschen sucht, findet ihr die Grünland-Temperatursumme, GTS. Und es gibt eine Faustformel, ab 150 Grad Summentemperatur kann gedüngt werden. 150, man kann auch bis 200 Grad warten. Wir haben jetzt in der Region mittlerweile 109,6 Grad. Also in einem Monat haben wir das erreicht, also werde ich jetzt kalken. Mein Rasen sieht tatsächlich ziemlich gruselig aus. Das kommt immer auf dem Film nicht so richtig rüber. Er ist sehr, sehr braun, schon fast großflächig, nur teilweise ein paar grüne Puschel noch dazwischen. Ganz, ganz viele Maulwurfshügel, nein! Ganz viele Wurmhaufen, die sind auch klein, die Maulwurfshügel sind groß. Ja, und natürlich hier und da so ein paar aufgehackte Stellen von den Amseln, die hier die Engerlinge und die Larven rauspicken immer noch. Also ich habe das Gefühl, dieses Nematodenzeug hat überhaupt nichts gewirkt. Könnt ihr mal gucken, ne? Thema Nematoden. Ja, ist auch ein bisschen kalt, 6 Grad. Ich muss noch eine Jacke überziehen. Und dann streuen wir mal rüber hier. Ja, Freaks, dieses Video kommt jetzt ein bisschen eher als meine nächsten Bastelvideos. Ich zeige euch mal was. Ach, die Spindel. Die Spindel ist schon fertig. Und da hinten, guck mal, da wird schon die Maschine zusammengebaut. Aber nichts verraten, gibt's erst in den nächsten Schraubervideos. Nicht auf die Teile drauf treten. Sehr cool. Sehr schön. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video, wie ich meinen neuen Streuwagen zusammengeschraubt habe. Und am Ende des Videos habe ich das erste Mal gekalkt, auch Kalk gestreut. Und da lief der Schleuderteller noch verkehrt rum. Das war ein einziges Desaster. Könnt ihr ja nochmal angucken. Furchtbar. Wie immer sammle ich erstmal am Anfang diverse Stöcker hier von der Birke und von der Eiche, vom Rasen auf, damit ich ja nicht jetzt rüberfahre. Immer schön sauber halten, den Rasen. Ich muss ja leider gestehen, ich habe die ganzen Jahre vorher niemals gekalkt. Ich habe immer gedacht, das braucht man nicht. Und ich habe tatsächlich erst durch meinen YouTube-Kanal und durch euch und überhaupt durch diesen Hype, den wir jetzt zum Thema Rasen hier erleben, habe ich überhaupt erst viel, viel verändert und auch viel dazugelernt. Und es macht einen unglaublichen Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich immer sehr stark um das Thema Maschinen gekümmert und tatsächlich immer die Bodenbiologie, die Nährstoffthematik vernachlässigt. Immer nur so die Anweisungen aus den Internet Seiten von Comp oder so angewendet, einfach drauf in dem Dünger. Und nach der Bodenanalyse habe ich dann doch lernen müssen, dass es bei mir alles nicht in Ordnung ist. Und ich hoffe ja sehr, sehr stark dieses Jahr auf die Mega-Veränderung. Oh, ist der Feind herrlich. Der ist ganz, oh, das ist ja Staub. Der ist ganz feinperlig. Ja.
Kohlensaurer Kalk 95. 95% Calciumcarbonat. Zack. Oh, schwer. Ich bin völlig schlapp. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, hier meinen Rasen zu laufen. Unglaublich. Was richtig schön ist, man sieht auf dem Rasen sehr schön die Spuren heute. Man kann heute wirklich sehr gut die Bahnen treffen. Was ja immer eine Herausforderung ist, wirklich gleichmäßig das Produkt, das Streugut auf dem Rasen zu verteilen. Das ist viel Übungssache, deswegen ist eben das Doppel drüber laufen viel, viel besser und robuster. So. Jetzt hat er sich auf 14 gestellt. Ich muss ein bisschen fester zudrehen, dass beim Auf- und Zumachen dann nicht immer so ein bisschen mehr öffnet. Also immer diese Kleinigkeiten. Okay. Ja. Gucken wir mal rein. Da. Ja. Von der Dosierung her könnte auch ein bisschen größer sein. 15 wäre wahrscheinlich optimal. Okay. Ja, liebe Freaks, das war schon ein kurzes Video zum Thema Rasenkalken. pH-Wert hochziehen, in die ideale Zone bringen, 5 bis 6. Und dann wird der Dünger perfekt von den Gräsern, von den Wurzeln aufgenommen. Und dann geht es hier hoffentlich wirklich sowas von ab. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer das Gefühl gehabt, dass der Dünger nicht richtig wirkt. Und ich glaube, das lag wirklich daran, dass mein pH-Wert bei 4,3 ist und eben nicht bei 5 bis 6. Und das, hoffe ich, wird dieses Jahr ganz anders, dass es richtig knallt hier, dass es richtig grün wird, richtig dicht und wir richtig viel Spaß haben. Ja, wieder vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Rasenfans. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube. Ich heiße Andreas Kraus und ich freue mich, dass ihr zuschaut. Bleibt dran, abonniert mich, dann habt ihr immer aktuelle Videos von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn!